Willkommen zurück, liebes Publikum, zur Stoic Challenge Dark Souls 3 mit Gleichmut und entspannt durch den Untergang bzw. durchs Scheitern. Ich bin jetzt hier wieder aus dem, wie ich gesehen habe im Menü, aus der Halfway Fortress, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir den halben Weg zu Farron's Undead Legion geschafft haben, die uns die beiden Heiligen da ja angekündigt haben. Und hier unten liegt wieder der Crucifixion Wood, den wir letztes Mal schon so ein bisschen erkundet haben. Und jetzt jetzt in dieser Folge werde ich den ausloten von vorne bis hinten. Das weiß ich schon. Ich erkläre auch gleich, warum ich das schon weiß. Das ist eine unerfreuliche kleine Tatsache. Aber da ich das schon weiß, kann ich den auch dazu benutzen, um ein bisschen über ein oder zwei kleine Paradoxien zu reden, die am Thema auch dieser Videoserie sich ein bisschen festmachen, nämlich an diesem Frustrations- und Scheitern-Thema. Das ist ja Dark Souls speziell als Spielserie. Unterscheidet sich, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen von den zeitgenössischen sonstigen Videospielen, weil es diesen großen Fokus drauf legt, beziehungsweise weil es eben keinen großen Fokus so rum drauf legt, dass man für jeden kleinen Quatsch, den man macht, mit einem kleinen Dopaminrausch belohnt wird, sondern stattdessen eher alles mühsam, anstrengend und sehr unbarmherzig gegenüber kleinen Fehlern ist. Das ist ja in vielen anderen Spielen so, dass eigentlich alles immer so vor sich hin flutscht und dann macht es die ganze Zeit badabadabam, großartig, fantastisch. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Dark Souls macht. Und die zwei Paradoxien, auf die ich jetzt hier mal ein bisschen hinweisen oder über die ich jetzt mal ein bisschen reden möchte, sind einerseits, man spielt das ja, um sich an dieser Schwierigkeit zu messen. Also die Spielmechanik, hier jetzt diese drei Typen mit ihren langen Stöckchen zu besiegen. Ich kann wieder vier Typen mit ihren langen Stöckchen. Das ist ja der Grund, warum man das spielt. Gegen die Schwierigkeiten, die das Spiel einem zumutet, sich zu bewähren. Und das weiß man eigentlich, wenn man jetzt nicht kein Noob ist, wenn man da nicht reingeworfen wird von einem Freund, der sagt, du musst unbedingt mal Dark Souls spielen, der gefällt doch Bejeweled oder Candy Crush so gut. Jetzt spiel doch mal Dark Souls, das ist eigentlich genauso. Ich stelle mir gerade einen sehr gemeinen Freund vor, weil der Gegensatz könnte natürlich nicht krasser sein. Also wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann weiß man ja auch, es kann frustrierend werden, es ist eventuell auch nicht ganz so leicht. Und diese Schwierigkeit ist ja der Grund, warum man es spielt, dann. Und dann ist es ja ein bisschen seltsam. Poisoned, okay. Dann ist es ein bisschen seltsam, dass einen das so frustriert. Denn, und das ist die drunterliegende Paradoxie, wir wissen ja, besonders wenn wir das mit Reflexionsvermögen angehen, dass wir nur lernen können, wenn wir Fehler machen. Das wissen wir im Leben, das wissen wir im Spiel, das wissen wir eigentlich immer. Um zu lernen, um besser zu werden, muss man Fehler machen. Man muss dieses Gefühl, jetzt war ich nicht so gut, aushalten, damit man gut werden kann. Das ist ja... Kamera. Das ist ja ein Klischee in der Dark Souls Community, dass man Leuten, die zu viel jammern und ihre Frustrationen rumkrakeln, dieses Get Good entgegenhält. Also geschrieben G-U-T, G-U-D. Eine absichtlich falsch geschriebene Variante von Get Good. Also werd gut. So. Und weil wir hier über Werd gut und Frustration und Scheitern reden,
ich gehe jetzt mal zielgerichtet zu diesem Bonfire. Warum weiß ich, dass hier ein Bonfire ist? Weil ich beim Aufnehmen der ersten Version von diesem Video, ja anschauen, was jetzt kommt, wieder denselben Fehler gemacht habe, wie schon 4 oder 5 Mal. Die Xbox hat wieder die Aufnahme nicht gestartet. Das heißt, ich habe das jetzt alles schon mal gemacht. Das macht keinen großen Unterschied, außer dass jetzt verschiedene Dinge mich nicht mehr überraschen werden. Es macht einen kleinen Unterschied da drüben, wo wir die Treppe da durch die Bäume durchsehen. Da geht es später weiter. Und da sind 2 Gegner, die jetzt leider nicht mehr da sind, denn die werden nicht respawned. Die sind einmalig, die waren auch nicht ganz, die waren jetzt nicht super schwer, aber die waren auch nicht ganz leicht. Hier drüben sind ein Haufen von diesen giftigen kleinen Pilz-Kriechkreaturen, diesen Insekten, die wir gerade umgebracht haben. Hier. Und erstmal dennoch aus dem Weg räumen. Hier kann man um diese Ruine einmal rumgehen. Da hinten sind noch 2 Stöckchen. So, da drüben, da kann man auch von der anderen Seite dran, ist ein, ich weiß nicht, wie man die nennen soll, einer von diesen halb gekreuzigten, die schon das Kreuz auf dem Rücken haben jedenfalls, also so ein großes Holzkreuz, die sind ein bisschen unerfreulich. Und da müssen wir uns auch gleich mit 2 auf einmal von denen rumschlagen, deswegen würde ich den gerne auslassen. Da waren Items, die jetzt aber eh nicht mehr da sind. Da können wir auch gleich noch vorbeigehen, damit wir es gesehen haben. Also wie gesagt, hier geht es auf der anderen Seite um diese Ruine rum. Da drüben sitzt der, den lassen wir da aber auch sitzen. Was ich noch nicht gemacht habe, was ich auch erst nach der Feststellung, dass das Video nicht aufgenommen habe, gesehen habe, ist, dass hier noch eine Öffnung ist. Hier geht es noch rein in die Ruine. Das ist jetzt auch mir neu. 1, 2, 3 und da oben noch 2, 5. Okay. Und einer von denen ist auch ein Magier, der irgendwelche Zaubersprüche durch die Gegend schießt. Gut. So, 2 sind down. Gut wäre ja, wenn der Magier jetzt mal. Ach, da ist er. Eieiei. Was für ein Volksauflauf hier. Vielleicht den Überblick verloren, wie viele das jetzt waren. Mehrere. Aber jetzt sind sie alle hin. Hier haben wir noch einen Zauberstab. Wir wollen direkt mal schauen. Ich habe hier schon einen im Einsatz. Wo ich jetzt auch gar nicht mehr weiß, ob ich das in der letzten Folge erwähnt habe oder in der Folge, die ich nicht aufgenommen habe, beziehungsweise die ich aufgenommen habe, aber wo ich den Spielverlauf nicht aufgenommen habe. Okay, das ist der neue. Der ist ohnehin nicht einsetzbar, weil wir noch nicht genug Intelligence haben dafür. Da sind wir noch zu doof für diesen Zauberstab. Und werden vielleicht auch zu doof bleiben, denn Intelligence wird jetzt nicht das sein, was an Vorderster. In vorderster Linie hier abgegradet wird. Ja, sonst hat das, glaube ich, gar nicht so viel Fortschritt gebracht. Das können wir hier nochmal rüber gehen. Das ist dieselbe Stelle wie gerade. Hier kann man den Gekreuzigten durch einen Sprung schwächen. Ich würde den aber wirklich gerne einfach ignorieren. Hier oben schon war. Offenbar nicht. Da ist noch eine Titanite-Krabbe. Beziehungsweise Crystal Gem gab es jetzt. Okay. Ist natürlich jetzt eine interessante Frage, wo wir hier eigentlich rauskommen. Kenne ich, glaube ich, alles. Oder ist das der Eingang? Ja, das ist der Eingang. Wunderbar.
die Kreise schließen sich. Hier drin war ich auch schon. Hier gab es auch ein paar Items. Da oben ist auch noch einer von diesen Zauberern. So ein bisschen aufpassen. Beim ersten Mal, dass ich hier reingekommen bin, hat er mich direkt abgeschossen. Ja, genau so. Ah, die Kamera. Ich glaube, ich habe das in einem leider gelöschten Video schon mal gesagt, dass der schlimmste Feind des Dark Souls-Spielers neben der Gravitation die Kamera ist. Und immer wieder bestätigt sich das. So, hier ging es noch lang. Einmal am Rand dieses Sumpfgebiets entlang. Oh, da drüben glänzt noch was. Da gucken wir gleich, wie wir da hinkommen. Hier ging es lang. Da hinten war, glaube ich, irgendein Kleidungsset zu finden, wenn ich mich richtig erinnere. Und das, was hier glänzt, ist da unten. Ist jetzt nicht ganz offensichtlich, wie man da dran kommt. Ja, doch, da drüben kann man springen. Aber wie kommt man da hin? Pum, pum, pum. Ja. Das ist jetzt tatsächlich nicht ganz... Ah! Shit. Gut, Frage beantwortet. Durch Unaufmerksamkeit und versehentliches Runterfallen. Wunderbar. Dann ist diese Ecke, glaube ich, soweit erledigt. Wie gesagt, da drüben waren einige Items. Hier unten die Warriors, die da slumbern, weiß ich nicht genau, ob das die beiden jetzt nicht mehr respawnenden Feinde sind. Oder ob das andere Gegner waren. Was war das hier noch? Mal einen Blick rein, ja, das weiß ich gar nicht. Okay. So, die sind sehr unerfreulich, aber was ich schon rausgefunden habe, ist, die sind relativ leicht zu stunnen und zu staggern. Also dass, wenn man die einmal trifft, dann sind die an ein paar Sekundenbruchteile nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Sage Ring, okay. Gucken wir uns gleich an, was das für einer ist. Dann haben wir hier noch die Sorcerer-Klamotten. Gut. Der Sage Ring, was macht der Sage Ring? Saints from Sage. Shorten Spell. Ja, gut. Okay. Das ist alles so ein bisschen auf Zauberer hier ausgelegt. So, wir haben ja hier diese kleinen Krabben. Das haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon gesehen, dass die Krabben einen großen Bruder haben. Da drüben steht einer davon. Es gibt zwei von diesen großen Krabben und die sind auch nicht so ganz harmlos. Die kleinen hingegen schon. Und vor allem ist die Geografie jetzt aber derart, dass... Und dann komme ich auch gleich zum eigentlichen Thema, über das ich reden wollte. Und ein bisschen weg von diesem Level-Design hier. So schön das ist. Ich mag diesen Sumpf. Ich mag auch die Stimmung, die Farb. Das Farbschema hat sich ja ein bisschen verändert. Es ist heller geworden, Hellgrüntöne, ein bisschen rosa. Also, wenn wir hier nach oben gehen, kommen diese Treppen, die ich gerade schon erwähnt habe. Da waren die beiden Gegner, die jetzt leider nicht mehr da sind, weil meine Xbox nicht so will, wie ich wohl will. Und immer wieder mal die Aufnahme verweigert. Hier unten gehe ich davon aus, findet gleich der Boss, oder nicht gleich, aber in der nächsten Folge dann, der Bosskampf mit Ferens Undead Legion, den Abyss Watchers, statt. Und da gehe ich auch davon aus, dass das dramatisch wird und wahrscheinlich mehr als nur einen Anlauf brauchen wird. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal darauf, alles andere abzuwickeln. Hier ist eine Tür, die man von der Seite gar nicht aufbekommen kann.
Also da ist noch nicht mal eine Mitteilung, dass die von der Seite sich nicht öffnet, sondern die ist einfach gar nicht vorhanden. Da war eine Barriere. Da kommen wir wahrscheinlich gleich von der anderen Seite raus. Hier geht es nach unten, vermutlich zu den Abyss Watchers. Zum Boss der Gegend. Turn back, ja. Wenn man die Wahl hätte. So, jetzt aber zurück zu den eingangs erwähnten Paradoxien. Zum eigentlichen Thema. Obwohl das jetzt auch wieder ungünstig ist, weil diese Stelle ein bisschen unerfreundlich ist, wie einer großen Krabbe. Vielleicht können wir versuchen, uns ein bisschen durchzuschleichen. Die andere ist gerade auf dem Weg weg. Wollen wir mal das schaffen. Sieht nicht so aus. Also, wir gehen hier einmal durch dieses Sumpfbecken. Also die erwähnte Paradoxie hängt damit zusammen, dass wir das ja eigentlich spielen, weil es schwer ist, und eigentlich spielen, weil wir diese Aufgaben bearbeiten wollen. Und ganz streng genommen ist es ja sogar so, dass wir die Aufgaben öfter bearbeiten können, wenn wir dran scheitern. Und dabei auch noch besser werden. Das heißt, es wäre psychologisch eigentlich schlau, wenn wir einen Mechanismus eingebaut hätten, der uns das erstrebenswert macht sogar. Also der uns ein gutes Gefühl dabei macht, wenn wir das versuchen und es nicht klappt. Aber natürlich wissen wir alle, das ist nicht so, sondern im Gegenteil, wenn wir das versuchen und es nicht klappt, dann ist der Default-emotionale Zustand ist eher Frustration und Selbstzweifel und Wut vielleicht auch. So, jetzt muss ich wieder kurz. Ich komme nicht so viel zum Reden, weil hier ist tatsächlich leider ordentlich was geboten. Hier ist wieder einer von diesen Kreuzträgern. Wir werden jetzt gleich ein paar Treffer anbringen können, ohne dass der sich wehrt, weil der im Moment noch quasi. Ich habe keinen Estus mehr. Das ist, eigentlich macht das schon gar keinen Sinn. Ich sollte nochmal zum Bonfire zurück. Und das dann gleich nochmal machen. So machen wir das auch. Also die Scheiternfrage, das Kuriose, wie gesagt, ist das als psychologisch und auch was der Kompetenz angeht, ja total sinnvoll wäre, wenn wir uns freuen würden, wenn wir scheitern. Oder wenn auch nur, wenn wir die Möglichkeit haben zu scheitern. Also wenn wir in einer Situation ausgesetzt sind, in der das passieren kann. Bei diesem Hund jetzt zum Beispiel. Und trotzdem haben wir diese Frustrationen eingebaut. Und das ist natürlich ein bisschen auch das, was die stoische Philosophie ja versucht zu überwinden. Die versucht, diese Erkenntnis, dass unsere emotionale Ausstattung nicht ideal ist für das, was wir eigentlich wollen, in die Praxis zu überführen. Und zu sagen, es ist schlimm genug, wenn man an irgendwas scheitert, aber es ist noch viel schlimmer, wenn man darauf mit Frustration und negativen Gefühlen reagiert. So, jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen drauf. Hier sind die beiden Krabben. Da rechts durch die Bäume wollen wir durch und möglichst so, dass die beiden Krabben nicht mitkommen. Hier diesen Weg. Es ist ja, wenn man Dark Souls Speedruns anguckt, oft so, dass das Geheimnis des Speedruns ist, herauszufinden. Genau das macht was. Ein Speedrun nicht passieren darf, herauszufinden, an welcher Stelle man am schnellsten an allen Gegnern vorbeirennen kann. Denn, jetzt ist der aufgestanden, es klappt so mittelgut. Speedrunning hat ja nicht in der Regel den Mechanismus. Also hat ja nicht den Mechanismus, dass man
die Gegner, die ein normaler Spieler, die ein normaler Spieler eine halbe Stunde braucht, sehr schnell erledigt, sondern hat in aller Regel den Mechanismus, dass man an allem vorbeirennt. Das ist ja, glaube ich, was jemand, der sich jetzt nicht viel mit Speedruns beschäftigt hat, gar nicht so genau weiß. Dass das Geheimnis eben nicht ist, das Spiel möglichst schnell zu spielen, sondern das Geheimnis ist, möglichst wenig vom Spiel zu spielen. Und auch das ist ja wieder so ein bisschen eine Paradoxie, weil wenn das Spiel an, Spielen an sich einen Wert hat, dann vernichtet man diesen Wert ja quasi, wenn man eine Strategie wählt, mit der man möglichst wenig spielt. Und dann kommt ja noch der ästhetische Genuss dazu, der, glaube ich, bei solchen Spielen nur drei Komponenten hat. Das eine ist, die Rätsel zu lösen, beziehungsweise das Level-Design zu durchschauen, zu verstehen, wo geht es lang, wie ist das aufgebaut, wie kann ich strategisch vorgehen, um mich an den Gegnern vorbei zu manövrieren. Das andere ist der ästhetische Genuss, diese Landschaft zu erkunden, die ja wirklich auch schön gestaltet ist, künstlerisch. In dem Fall jetzt auch, finde ich, farblich sehr stimmig. Und das dritte ist dieser Überbau, den Dark Souls ja sehr schwer zugänglich macht in der Regel, aber der trotzdem da ist. Was bedeutet das alles? Unser Auftrag ist ja, dass, so wie sich das bislang so ein bisschen abzeichnet in den hingeworfenen Brocken, mal wieder Relink the Fire, also das, was wir im ersten Teil auch schon gemacht haben, das, was Gwyn damals gemacht hat, dieses Zeitalter des Feuers aufrecht zu erhalten, das ja eigentlich gar nicht in unserem Interesse ist, weil der Subtext von Dark Souls ja ist, dass eigentlich die Dunkelheit das ist, was wir verfolgen sollten. So, jetzt kommen wir, glaube ich, hier zum Abschluss. Wenn ich das richtig verstehe, den Aufbau, dann müsste ich da zu dieser Tür gehen. Oh je. Jetzt muss ich aber erstmal diesen blöden Retter hier aus dem Weg räumen. Oh, das läuft ja nicht so gut. Nein. Ach, verdammt nochmal. 11.000 Seelen an einer nicht besonders gut zugänglichen Stelle. Und das ist natürlich auch eine der Auflösungen des Paradoxons. Ja, das Spielen ist ein Lerneffekt, aber jeder Rückschlag macht ja auch Dinge unwiderruflich kaputt. Das eine ist, dass er unsere Planung zerstört. Also ich habe jetzt hier auch einen dramaturgischen Plan für dieses Video gemacht, und je öfter ich sterbe, desto, das habe ich im letzten Mal auch gemerkt, desto schwieriger wird das zeitlich einzuhalten. So, jetzt habe ich mich immerhin hier einmal durchgemogelt, ohne die Krabben auf mich aufmerksam zu machen. Das ist schon mal ganz schön. Diese Insekten hier aus dem Weg räumen. Okay. Ja, jetzt muss man an diesen zwei Kreuzfiguren da vorbei. Aber wenn man die überrascht, dann geht es rein. Hier, glaube ich, einer der Krabben aufmerksam geworden, geht aber auch schon wieder. Okay, so könnte es gehen. Es geht was kaputt, und das ist natürlich ein Teil des negativen Gefühls, und der andere Teil ist aber, glaube ich, was Grundlegendes, und zwar, dass wir so wie eine Katze, wenn die irgendwo versucht drauf zu springen und dann runterfällt, betont so tut, als wäre das beabsichtigt gewesen, weil das natürlich für andere Katzen ein Hinweis ist auf Schwäche und dazu führen kann, dass man angegriffen wird. Und auch nicht, wenn ich jetzt hier Dinge, die andere Leute können, nicht hinbekomme, dann ist mein Instinkthaushalt so, dass das ein negatives Gefühl bei mir verursacht, weil ich genau weiß, wenn ich dabei beobachtet werde, und ich habe ja jetzt sogar hier bewusst Beobachter dazugeholt, also ich weiß, dass ich beobachtet werde, dann macht das in meinem Instinkthaushalt ein negatives
Einen Schlag am Leib. Säulen hier mit benutzen. Himmel! Mehrfachattacken und keine wirkliche Öffnung, um einen Gegenangriff zu machen. Wenn man seine Angriffe blockt, ist man danach lang genug bewegungsunfähig, dass er dann noch einen Angriff machen kann. Das ist das, was immer diesen großen Schaden verursacht. Und das heißt, mal die erste Lehre, um jetzt hier direkt mal das anzuwenden, was ich jetzt so vor mich hingeplappert habe. Die erste Lehre daraus ist, wir müssen Abstand halten, bis er uns eine Möglichkeit zum Angriff gibt. Und das ist übrigens natürlich auch das andere, was Dark Souls ein bisschen frustrierend macht. Dass man jetzt eben, um das Gelernte überhaupt anwenden zu können, vorher immer eigentlich, im Level-Design ist es immer so, dass man sich durch mehrere Stufen von auch schon gefährlichen Situationen wehren muss. Bei denen man auch noch sterben kann. Und jetzt geht es ja gerade um was, das ist ja das andere Gemeine. Dass die Tatsache, dass meine Seelen da hinten jetzt liegen, bedeutet, dass wenn ich jetzt nochmal sterbe, es richtig mir was wegnimmt. Und das macht natürlich dieses Lernen um einiges merkwürdiger. Weil es eben kein harmloses oder das Schild dazu nehmen. Estus. Und dieser Ritter da drin ist ja nun doch eine etwas härtere Nuss. Ich werde mal versuchen, hier mit meinen bescheidenen magischen Fähigkeiten ein bisschen was rauszureißen. Der ist sehr hart im Weg. Oh, komm. Das gibt's doch nicht. Also, das ist natürlich auch wieder sowas, was ein bisschen an Gemeinheit grenzt, dass die den so programmiert haben. Die sind ja alle, das ist ja bei Dark Souls auch so ein bisschen Designprinzip. Das sind keine besonders komplizierten künstlichen Intelligenzen, die irgendwie jetzt strategisch vorgehen, sondern das ist
Die haben so einen Katalog von Dingen, die sie machen können, und die machen sie in bestimmten Situationen mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Man kann es nie genau vorher berechnen, weil ein Zufallselement dabei ist. Aber die, wenn man mal verstanden hat, wie die einzelnen Gegner ticken, dann kann man schon voraussehen, wozu das führen wird. Der Vorteil, dass wir hier draußen gestorben sind, ist natürlich, dass jetzt die Segen hier liegen. Das ist schon mal ein ganz guter Lerneffekt, und das heißt, das machen wir gleich genauso auch wieder. Dann ist nämlich ein Teil dieser Anspannung auch schon. Was ist denn jetzt wieder los? Was ist... Und zwei das gleiche tun, ist es noch eigentlich dasselbe. Nicht mal zwei, sondern ich bin es, der zweimal dasselbe tut, und es kommt aber was ganz Verschiedenes bei raus, aber das wird wohl nicht ganz dasselbe sein. Oder eben der Gegner hat ja, wie gesagt, auch ein Zufallselement. Oh, Kamera, was war das denn jetzt wieder? Gut. Also eine Lektion von gerade für diesen Kampf. Es macht keinen Sinn, ihm diese magischen Pfeile zu schicken, wenn er sich gerade verteidigt. Die halbe Health weg mit einem Schlag. Das ist ja wirklich, vielleicht ist das noch zu früh. Na, gibt's doch nicht. Na. So vom Verlauf des Kampfes her ist es wahrscheinlich nicht so gedacht, dass wir den jetzt schon besiegen können. Er hat ja einzelne Angriffe, die auf einen Schlag die halbe Health wegnehmen und uns dann auch noch bewegungsunfähig machen, sodass dann ein Folgeangriff auch noch trifft. Der muss ja nur zwei von denen hintereinander machen, und dann war es das schon. Ich wünschte, es gäbe hier irgendwie Mist. Eine Anzeige, die ja schon verstrichen Zeit. Nein. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. W und Ach, ich vermute mal, die sind das auch hier. Sie sind es nicht. Nur zwei von. Jetzt ein bisschen verschwendetes. Nun ja.
ärgerlich, dass die zweihändige Attacke mit diesem... Nein, nein! Eieiei. Ja, wir sind immer noch sehr schwach. Poison Resistance ist offensichtlich noch gar nicht vorhanden. Wie ging denn dieser Angriff jetzt vorbei? Das ist ja alles gut ausgegangen, aber... Ich habe einfach durch den durchgehauen. War das mit der Hitbox nicht in Ordnung? So, jetzt sind wir hier wieder an der Stelle. Zweihändig macht keinen Sinn, weil ich die ganze Zeit seine Angriffe blocken muss. Das macht eigentlich alles keinen Sinn. Der ist irgendwie noch nicht zu schaffen. Fürchte ich. Höchstens eine Möglichkeit, die ich sehe. Könnten versuchen, ihn zu cheesen. Obwohl. Naja, ich unternehme mal den Versuch, aber sehr wahrscheinlich ist er schlau genug, wenn ich ihm jetzt auf die Entfernung hier einen Pfeil um die Ohren schieße, dass er dann sofort hier ankommt. So ist es. Hüpf. Tja. Gut. Ach, Kamera, bitte. Stopp, stopp. Komm an. Ah, ja, Spiel. Ist das denn zu einem Überfluss auch noch nötig? Natürlich auch mal versuchen. Wo ich mich nämlich gerade daran erinnere. Ob wir hier eine Synergie zustande bekommen. Oh, 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 oh. Nicht aufgepasst. Oh, shit. Oh, scheiße. Oh nein. Das war jetzt, das wird nicht gut enden. Oh. Okay, der Plan war, die Krabbe dazu zu bringen, dass sie den Black Knight schlägt, aber das ist grandios nach hinten losgegangen. Ja, ein Thema, das für die kommenden Folgen eine Rolle spielen wird. Wir haben ja über Seneca jetzt gesprochen und seine Biografie, damit wir so ein bisschen eine Grundlage haben und uns Gedanken darüber machen können, wie das mit dieser stoischen Philosophie und dieser Auffassung, dass man sich von Rückschlägen nicht beeindrucken lassen soll und das gleichmütig hinnehmen soll. Lieber Himmel. Ganz schlechtes Waffenmanagement. Hier den Kampf mit dem Zauberstab anzufangen und dann auf den Bogen zu wechseln. Und direkt die Hälfte vom Estus weg. Und wir haben noch gar nichts gemacht. Das ist wirklich unerfreulich, weil... Das ist der auch schon... Ey.
Himmel! Das gibt's doch nicht, diese Kamera! Das ist ein Wahnsinn. So ein bisschen Büroarbeit. Formulare ausfüllen. Die sind an sich nicht schwer, aber wenn man sie dann zum 10. Mal macht, wünscht man sich, dass man einen anderen Job angenommen hätte. Die Krabbe ist ein Stück entfernt. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle, mittlerweile mit 16.000 Seelen. Hier kommt man nicht rein, das habe ich übrigens noch gar nicht demonstriert, aber da gehe ich davon aus, dass man da, nachdem man die Abyss Watchers da draußen erledigt hat, Zugang bekommt. Ja. Wir könnten natürlich nochmal versuchen, an dem Black Knight einfach vorbeizurennen. Was dann die ganz große Gefahr beinhaltet, dass dann unsere Seelen da unten liegen und wir sie nicht wieder rausbekommen. Das ist ja eh schon dran. Mal probieren. Sackgasse aus, das ist gut. Ich dachte, man kommt an dieser Tür raus, aber das scheint gar nicht zu stimmen. Vielleicht ist das das Ende dieser Folge, dass wir den Black Knight seinem Schicksal überlassen. Und dann mit dem Besiegen wird das eh schwierig. Ich meine, ich weiß, dass Profispieler den Black Knight durch Backstabs besiegen. Aber dazu muss man erstmal hinter ihm kommen. Natürlich. Selbstverständlich. Dich hatte ich ja ganz vergessen. Gut, ich glaube, wir haben alle Gutes von da unten rausgeholt. Der Black Knight ist im Moment noch jenseits meiner Fähigkeiten oder jenseits der Fake-Lernkurve meiner Figur. Noch ein paar Level dazu gewinnen, dann klappt das vielleicht. Und um ein paar Level dazu zu gewinnen, holen wir uns jetzt erstmal diese Seelen wieder. Da ist ja jetzt mittlerweile doch was zusammengekommen. Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn das Alarm? Da sind sie. Gut. Dann war es das für diesmal. Beziehungsweise wir können noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie groß ist da drin? Lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht mit dir spielen. Verlaufen. Falscher Eingang. Hier sind die Treppen, die weiterführen. Da steigen wir jetzt einmal kurz runter. Beziehungsweise, was ich gerade noch machen möchte, bevor ich da runtersteige, ist einmal hier um die Ecke gucken. Wir haben ja jetzt hier unten zwei Shiny-Objekte aufgenommen.
Und in der Eile. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eins davon vorher hier durchgesehen haben. Das heißt, das ist doch der Raum, den der Black Knight da drinnen bewacht. Und damit wäre auch das hier erledigt. Das heißt, wir lassen jetzt hier zwar den Black Knight zurück, aber ansonsten keine. Außerdem, was der Black Knight vielleicht fallen lässt, wenn man den besiegt. Der hat ja offensichtlich einen Black Knight Greatsword, mit dem ich weite Teile von Teil 1 bestritten habe. Aber das kriegen wir noch nicht. So, hier sind merkwürdige Geräusche. Habe ich auch schon mal reingeguckt kurz, die aus der Wand kommen. Was immer das zu bedeuten hat. Hier ist ein Bonfire. Und was gibt es für einen besseren Schlusspunkt als ein Bonfire, beziehungsweise einmal leveln im Firelink Shrine. Damit haben wir jetzt in der bisherigen Handlung, wir sind jetzt in Farron Keep angekommen, glaube ich. Haben wir noch zwei Lücken, wir haben diesen Black Knight, also zwei Lücken, von denen ich weiß, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber wir haben zwei Lücken, von denen ich weiß, wir haben diesen Black Knight und wir haben den Drachen natürlich auf der Burgmauer. Auch da gab es noch ein bisschen was zu holen. So. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Gut, damit lassen wir es gut sein für heute. Beim nächsten Mal reden wir ein bisschen über den anderen großen Stoiker der römischen Geschichte, Marcus Aurelius, ein Kaiser, der ungefähr 100 Jahre, ein bisschen mehr als 100 Jahre nach dem Tod von Seneca regiert hat und der auf seine eigene Weise sehr einflussreich für die Geschichte des Stoizismus gewesen ist, für die Geschichte also dieser Philosophie, die sagt, Rückschläge gehören zum Leben. Und das Wichtige ist, sich von ihnen nicht runterziehen zu lassen. Und wir reden vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber, wie der Zusammenhang zwischen Macht und Stoizismus ist. Denn es ist ja schon auffällig, dass sowohl Seneca als auch Marc Aurel zwei sehr mächtige Männer in der damaligen Supermacht Rom waren. Und dass ausgerechnet mächtige Männer, mächtige, reiche Männer dieser Philosophie anhängen, das ist ja schon sehr interessant. Ohne jetzt direkt Schlüsse ziehen zu können. Und damit auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die Abyss Watchers und Farron's Undead Legion, was wahrscheinlich dasselbe ist, wir werden sehen, uns vornehmen.